Lieben, da bin ich wieder mit einem nächsten Teil von Outlast. Zuletzt wurde ich in diese Zelle gesteckt von einem Priester und jetzt ist die Tür aufgegangen. Und ich traue mich jetzt mal raus, weil die reden da schon. Hallo? Es wurde mir gesagt, dass ich ein bisschen leise war, darum habe ich das Mikro jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt besser oder es ist schöner, weil ich lauter bin oder was auch immer. Wenn ich jetzt zu laut bin, dann Pech gehabt. Okay. Oh, wenn ich so sehe, was der alles anhat, dabei ist es so heiß. Im echten Leben gerade. Ich sehe nichts. Hier sind Leute. Arme Seelen in Not. Calm down. Wollen wir Freunde sein? Okay, nein, er will das nicht. Aber wahrscheinlich werde ich ihn nochmal wieder treffen. Denke ich jetzt mal so. Warte, ach, hier ist noch eine Zelle. Ich dachte, das wäre meine. Oh, abgeschlossen. Achso. Ich sollte mehr mit Kamera rumlaufen, wurde mir auch gesagt. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ach, da kommt eine Hand raus. Guten Tag. Ja. Ich kann nichts für dich tun. Ich hab's versucht. Und wenn das Fenster doch weg ist, was ist dann mit deinen Fingern los? Oder ist es nicht weg? Doch, es ist doch weg. Dann hat der komische Finger, der Mann. Was hast du hier für eine Sauerei gemacht? Schämst du dich jetzt? Oh Gott, sein Gesicht. Die armen Leute. Hallo? Nackte Männer. Nee, ich bin nicht nervös. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. Warum habt ihr nichts an? Running start. There's an idea. Ich komme doch eh nicht hier durch. Warum wollen die mich töten? Ich bin doch auch nur gefangen wie die. I want his tongue and liver. They are yours. Wie lange reden die jetzt über mich? Ach, sie haben aufgehört. Dann starren wir uns jetzt ein bisschen an. Geht er sich gerade an den Penis? Ich glaube schon, jetzt wird Zeit zu gehen. You look like you've seen a ghost. Du bist doch der, der Dexter geguckt hat. Ey! Licht ging mit F. Mit F. Ach, ich. Oh Gott, ich kann mich hier verstecken? Warum sollte ich mich da verstecken? Gut, dass ich das jetzt schon mal weiß. Wenn mich alle. Hörst du auf? Oh. Ich kann nicht anders. Ich habe Mitleid und nicht Angst. Nicht mal vor den zwei Nackten. Aber das kommt bestimmt noch. Oh Gott. Er ist der Ärmste. Hör auf! In this place. Billy understood. They've always. Kann ich mich auch verstecken? Kann ich mich auch verstecken? Gibt es hier keine Sachen? Guten Tag. Keiner da? Sein Blick. So. Ja, für dich kann ich auch nichts tun. Und er macht was mit seinem Kopf, was er nicht machen sollte. War ich hier schon? Nee. Kann man. Oh, da liegt einer. Dem haben sie auch den Mund weggemacht und die Nase. Und ich frage mich ja dann, wie die überhaupt noch leben können. Haben sie dir angetan? Okay. Gut, Schätze. Ach, da war er. Da war ich schon. War ich hier schon? Hier muss ich lang. Da ist ein Loch. Passend, dass es die letzte Tür ist, in der ich noch nicht war, glaube ich.
Jedenfalls. Hopp. Ja, Spitz ist hier. Oh. Spinnst du da was? Ja, was ist mit dir los? Aber wieso darf der andere zugucken und ich nicht? Du bist krank. Spiegel. Und jetzt? Guck mal, jetzt hat er mich beschimpft und weiß nicht mehr, was er noch sagen soll. Dann mach ruhig weiter. Ich wollte dich nicht stören. Ich will eh nur raus hier. Er ruft mich. Du. Hallo? Ist das der, der... Die sehen alle gleich aus, so verstümmelt, wie die wurden. Habe ich überhaupt noch Batterien? 2, ja, okay. Guten Tag. Keiner da. Leiche. Hier waren die 2 Jungs. Ich falle da doch bestimmt runter. Until I finish. Oh, but I say so for you. Just wait. Okay. Eine Blutspur? Folge der Blutspur? Ich folge der Blutspur. Batterien? Vielleicht? Tatsache! Hallo Kamera. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ah, Block. Oh, was hat er für ein Problem? Hallo? Er möchte nicht. Lange nicht mehr gesehen, sowas? Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archambault hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Ja, das möchte er. Oder wollte er, bestimmt. So wie die hier alle drauf sind. Da ist zu, dann muss ich da wohl runter, ne? Hopp. Guten Tag. Offene Tür hinter mir. Ich kann meine Verfolger abbremsen. Ich habe Verfolger. Welche Tür soll ich denn schließen? They were experiments. They were rituals. A conjuring. Wo ist er? Er war doch da. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was er gesagt hat, aber irgendwas Experimente oder so. Nein, ich will mich ja gar nicht verstecken. Na gut, schon mal getestet, aber ich dachte, da wäre vielleicht was drin. Aber das ist wohl nicht so. Das sind aber nur Versteckschränke. Kennt doch jedes Kind. Soll ich mal zu dem Typen reingehen und was ist, wenn er mich angreift? Ach, der ist hier gar nicht drin. Der hat eine eigene Zelle. Ich wette, jetzt muss ich hier rein und dann verfolgt mich jemand.
Aber ich kann da gar nicht. Ach, hier rein mal drüber. Oh. Hi. Bist du mein zukünftiger Verfolger? Guckst du mich an? Du guckst mich an, oder? Folgst du mir? Ja, du folgst mir. Ich gehe mal hier rein. Hast du jetzt natürlich nicht gesehen. Und, ach, der kommt nicht. Au. Okay. Also, die Wand ist schief. Das wollte ich nicht Schmerzen ab. Ja, ich gehe ja nicht da zu dir. Kommt auch nicht nach. Hm, nicht so ein freundlicher Zeitgenosse. Oh. Da kommt die Musik, die bedeutet, dass ich verfolgt werde. Jetzt schnell. Zack. Was? Nein! Scheiße! Ich dachte, das wäre voll gut, aber war nicht gut genug. Nein! Nein! Andersrum! Andersrum, andersrum, andersrum! Kann der hier rein? Der kann hier rein, ne? Natürlich kann der hier rein. Und weiter geht's! Muss ich schnell hinter mir die Tür zumachen? Ich habe keine Ahnung. Dafür bin ich nicht geskillt genug. Gibt's hier was zum Verstecken? Ja. Schnell, 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 schnell. Der klopft an die Tür. Ich meine, ist ja nicht so, als könnte er die Tür normal aufmachen, weil da drin war er, ja? Aber nein. Er muss Terror machen. Das muss es sein. Macht er die... Ach, die Tür ist ja jetzt kaputt. Der läuft jetzt bestimmt Patrouille oder so. Da muss ich aufpassen. Klick. Die Tür ist aufgegangen. Jetzt muss ich aufpassen. Wo ist der denn lang gegangen? Da kommt er! Ah, was? Ich bin zu dick. Noch einer. Zwei? Natürlich kommt er jetzt mit. Natürlich kommt er jetzt mit. Warum auch nicht? Ich würde mal sagen, da kommen die nicht nach. Aber ich weiß es nicht. Leute. Ach, die Nackten wieder. Batterie. Was wollen Sie denn von mir? But now, now we indulge. Yes. His tongue and his liver. Yours. Mine. Sind das Zwillinge? Ja, ne? Hm. Ach Gott. Warte. Leertaste, während du dich auf eine Kante zu bewegst, um hinunterzuspringen und dich festzuhalten. Und jetzt gehe ich nach links. Na, da ist nichts. Oder? Aber da gehe ich jetzt genau auf die Nackten zu. Wie spät haben wir jetzt? Mein Kabel verdreht sich.
Komisch, dass die Rechner alle noch an sind, irgendwie. Das Sicherheitssystem läuft problemlos. Oh, voll übersehen. Murkoff Corp. Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore. Ich habe Torte gelesen. Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Schauen Sie in Murkoff Corp. Wartungshandbuch bla 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 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Das wird schwierig. Muss ich schon wieder raus? Ah ne, da kam ich rein. In die Dusche? Ich laufe wieder zu selten mit der Kamera rum. Ich muss ja nur das Licht ausmachen eigentlich. Ah. Was stand da? Die ist eine Schlüsselkarte notwendig. Eine Schlüsselkarte? Mit bloßen Händen, oder was? Da ist die Karte. Warum ist die Musik so? Kommt der jetzt zu mir, der Kopfabreißer? Renn mal lieber schnell in die Dusche. War die hier? Oh, nein, 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 das wollte ich nicht. Macht das schon wieder? Draußen regnet. Ah, der andere Nackte. Was? Bin ich tot? Was hatte ich für eine Wahl? Ich hatte doch keine Wahl. Ich konnte da sterben oder auf der anderen Seite. Was? Ich gehe da jetzt einfach nochmal hin. Weil verstecken kann ich mich nirgendwo. Dann muss ich mich vielleicht raus. Kann ich raus? Ich kann raus. Ich kann draußen durch den Regen fliegen. Wie weit geht denn das? Wer sagt mir jetzt, dass die nicht da sind? Die Tür zu machen. Danke. Oh, jetzt ist es so hell. Das war ein anderer Raum. Ja, hier war ich noch nicht. Was geht denn? Was ist das? Der einzige Rechner, an dem nicht steht, dass man sein Passwort eingeben soll. Glaube ich. Und wieder ein toter Mensch und ein Knöpfchen. Wenn ich darauf drücke, kommen die bestimmt die Nackten. Lassen wir es doch drauf ankommen. Ist hier noch ein Buch? Ich sollte wieder mit der Kamera schauen. Vielleicht kann ich was aufschreiben. Nein. Keine neuen Erkenntnisse für mein Notizbuch. Oh, ich erschrecke mich immer vor dieser Hand. Vor meiner eigenen Hand. Na gut, dann drücke ich. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh Gott.
Was? 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 Warum? Scheiße! Raus da! Raus da! Da kann ich nicht raus! Wo kann ich dann raus? Wo komme ich? Was? Was? Er so. Nein, ich weiß halt nicht. Gibt's hier noch einen anderen Weg, den ich nicht gesehen habe? Hier ist doch noch eine Tür. Die auch zu ist, natürlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, oh mein Gott. Das habe ich nicht gesehen. Mach das an. Zwei oder wie? Bin ich in dem Raum, wo ich in der Zelle war? Einen anderen Weg in die Dusche. Erstmal verstecke ich mich. Hab jetzt Schiss. Jetzt habe ich schon Schiss. Bringt ja nix. Moment, der ist ja gar nicht nackig. Ist das ein anderer? Ich rall das nicht, ne? Die sind alle gleich aus. Vorsichtig. Oh, was? Ärgert mich, dass die Akkus so schnell leer werden. Ich will mal gucken, wo die gerade sind, weil... Vielleicht sehe ich es ja auch so. Er kommt gerade die Treppe hoch. So klingt es jedenfalls. Jetzt geht er wieder runter oder er kommt jetzt erst hoch? Ich mag verstecken mich. Ich komme raus. Ich stelle mich. Oben geht's nicht, wa? Ich bin so mutig, ich gehe weiter, während ich die Dings wechsle. Oh, gefunden. Okay. Das ist ja saublöde. Jetzt bin ich auf der Seite gefangen. Dachte sie und sah ein Loch. Hier war ich noch nicht. Gehen wir da mal, oder? C. Ach, dieser Orientierungssinn. Der wird mir noch... Ich bin zu den Duschen gekommen. Fuck, zu kriechen. Arschloch! Du kleiner Pisser! Oh, nein, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Deine Hand ist ja kaputt. Du hattest bestimmt auch nur Angst.
hier haben sie den Kopf abgerissen. Oh. Bitte lauf mir nicht hinterher, das mag ich nicht. Hör auf! Glaubt ihr, der will mir wirklich... Ach, da kann ich her. Ich will nicht mit dir reden. Wo geht's weiter? Es juckt mich, dann kratzt dich. Hä? Muss ich zurück? Muss ich doch mit dem reden, der mich verfolgt? Kann ich hier irgendwo hoch? Da kann ich hoch. Ja, ich kann hoch. Nurse! Nurse! I'm gonna need some help getting clean. Nurse. Er ist cool. Ups! Das ist ja eine Wache. Das war eine Wache. Good job! Das hast du schön gemacht. Ach so, das ist der, der mir was erzählen wollte. Ach nö, ich kann doch nicht an dem vorbei. Der schubst mich. Schubst mich nicht. Schubst mich nicht. Schubst mich nicht. Da möchte ich rein. Braucht mal einen Moment Ruhe. He did not kill his enemies. Witness. Rudolf G. Wernicke. Oh, das ist ein deutscher Name. Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Ja, es ist ein Deutscher. Hauptsache, ich spreche diesen Namen nicht deutsch aus. Also Rudolf G. Wernicke heißt der gute Mann. Er wurde 1918... in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Nach unerklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments. In die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Schön. Kurz nach der Jahrhundertwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Klingt ja erstmal ganz nett. Bist du böse? Nein. Hör auf. Hör auf. Kam ich von hier? Nicht von hier. Du! Ich hab gesagt, du sollst mich nicht schubsen. Nee, es war ein anderer. Oder warst du es doch? Bin ich wieder da, wo ich herkam? Nee, hier war ich noch nicht. Ist da ein Fuß? Ein nackter. Oh, er hat Angst. Nichts hier, oder doch? Ich muss mal gründlicher gucken. Ich übersehe bestimmt Batterien und so ein Shit.
Da gehe ich noch nicht runter. Da gucke ich erstmal noch, was hier zu holen gibt. Zum Beispiel nichts oder eine Batterie. Da war doch auch noch was. Ah ne, ist nur Licht von unten. Oh, sah ja so ähnlich aus. So, und an dieser Stelle höre ich auf. Wir springen jetzt dieser Blutspur nach unten im nächsten Teil. Bis dann! Was wartet da unten auf uns? Im nächsten Teil werden wir es rausfinden. Ich hoffe, es kommen nicht wieder so viele Notizen, die Englisch und Deutsch enthalten, sodass ich mich total zum Vollhorst mache. Aber komm, das mögt ihr doch. Verlinkt habe ich heute zwei Videos, in denen ich singe. Hat nichts mit Let's Playen zu tun, aber ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!